Lieber gepflegter Bodybuilding und Unterhaltung. Schwarzwald John aka African Rhino ist wieder da. Und heute sind wir unterwegs nach Freiburg in meinem alten Asylheim. Ich hoffe, dass jemand da ist, weil diese Uhrzeit, ich denke, wird vieler wieder arbeiten und zurzeit wohnt nicht vieler dort. Das ist vor 7 Jahren hier und so halt. Ich habe vor ein paar Tagen mein Auto geputzt. Guck mal, jetzt ist es wieder dreckig und so halt. Lang. Seit 2 Wochen da. Ich bin sehr, sehr anstrengend mit meiner Ernährung und so halt. Aber eine wichtige Sache müssen wir hier noch abklären. Ja. Diese geile Kette. Ja. Ich weiß, was das ist, aber ich glaube, die Zuschauer kennen das nicht. Ich habe in Senegal, damals war ich in Senegal vor 6 Monaten wegen Vorbereitung von meiner Kollegin. Er ist ein MMA-Kämpfer und ein Ringer und so halt. Und die tragen das, die sind so Muslime, Beifall, die nutzen das für Beten auch, die Muslime, das Ding hier. Wenn die beten, dass die nichts vergessen, in welcher Nummer, wie viel haben die gemacht und so halt. Die nutzen die das. Und das habe ich von ihm bekommen, weil ein Kollege von ihm trägt das immer. Und dieser Kollege ist vom Motorradunfall gestorben. Und dieser Kollege war so näher zu mir, dann trage ich die immer. Weißt du, was ich meine? Ein LKW hat ihn überfahren und so halt. Deswegen trage ich die Dinge halt. Als sehr wichtig. Okay, wir gehen jetzt wohin genau? Freiburg, zu meinem alten Asylheim. Ist das Freiburg oder außerhalb? Ja, ist außerhalb Freiburg, Gundelfingen halt. Ja. Großer an Markus Hess, das ist mein deutscher Bruder. Das ist der erste deutsche Junge, den ich kenne in Deutschland hier. Ich habe in meinem ersten, zweiten Asylheim war das in Botzingen. Die Markus hat meine erste Winterjacke gekauft, meine erste Handy, meine erste Eiweiß. Meine Eiweiß, guter Junge, groß an ihn und seiner Mutter auch. Ey, ich habe die geilste Sommerdrink, Mieter Plus und IAS und Eiswaffel dabei. Richtig geil. Ich genieße mein Leben, weißt du, was ich meine? Alter, überall Bausteller, scheiße. Die einzige Sache, was nie in Deutschland fertig ist, ist Baustelle. Oh, ist gut. Das zeigt die Land. Läuft. Yo, Baby. Yo, yo, Leute. Und ich meint Ernst und Abdel Est ist da. Und wenn ich sag, Bomben sind gut, tut gut, aber bitte mit Zähne, vergesst nichts in große Banane. Wir sind in Freiburg City, ich sag nichts wie Gäuschen Knie. Und ich meint Ernst, wenn ich sag nichts Hallo, nichts Fuck you, nichts How are you. Lass einfach so. Wir sind alle Menschen, Mensch und hat nichts mit Farbe. Yeah. Farbe geht auf Herz. Yeah. Und heute meine Bruder. Und ich meint, ich sag Leute was. Diese Welt, was bedeutet Welt? Das bedeutet Essen. Essen gibt FIFA, gibt alles. Und diese Welt, Farbe. Das bedeutet, ohne Farbe, diese Welt macht keinen Spaß. Und hier mein Bro und viele Leute neidisch. Was bedeutet neidisch? Ich bin sehr stolz. Hat nichts mit Afrika, aber ich mein Blut. Aber wenn ich so sehe, ein Afrika, ich gehe nach Hause weinen. Warum? Ich weiß, dieser mein Bro. Wann geht auf Schwanz, hat er 3. Und wann geht auf Eier, hat er 3. Ich habe nichts gesehen, aber ich weiß. Action und Respekt an alle Afrika und Respekt an alle Menschen und Respekt an alle Deutschland. Wir sind hier Besuch. Herzlich willkommen, Hauptsache benehmen, Niveau, stolz und freue mich. Ich habe meinen Bruder gesehen heute und mein Bruder ist Freiburger. Ja. Freiburger Action und ne Kamri und Abdel S. Oh, was geht ab? Wir bumsen heute die ganze Nacht, Habibi. Alles klar bei dir? Du bist der Beste, Mann. Du bist normal, Habibi. Was ist los, Habibi? Er bringt gute Laune immer, weißt du, was ich Habibi, meine? Sexy Mann, Habibi, wenn ich bin eine Frau jetzt und ich will meine Mutter und der Hose direkt unten. Aber Habibi, ich weiß, Afrika, man geht auf hart. Action, Habibi, Nick Amri, yo, Baby. Machst du mir kleiner mit ihm, nachher schick mir, ja? Mit Kamera mit ihm, mach jetzt einer. Anfangen jetzt, eins, ja. Nein, neuer, schick ja. Mir. Eins, zwei, drei. Ja. Yo, yo, Leute, Abdel S. Wenn ich sage, ich bin groß und Eier. Und schau heute, Leute. Action ist sexy man. Action ist sexy man. Yeah. Und wenn ich sage, ich habe die große Eier und fick diese Lieben, ich mein Text. Yo, Baby. Und hier Abdel S. Action, Afrika Sport, Habibi. Ja, yeah, Mann. Hab danke, bist du gekommen hier, yeah. Kameramann. Danke hier. Action, und Nick Amri und so ich leben. Yo, Baby. So was tut mir alles. Erklär mal, was passiert ist. Also, ich weiß nichts. Er hat sein eigenes Problem und so halt. Aber guck mal. Guck mal, man kann auch Kinder haben in Deutschland. Du hast Kinder mit einer deutschen Frau. Ja. Oder du hast eine. Und die geben dir keinen Aufenthalt. Ja, ja, ja. Du darfst keine Arbeit. Ja, ja. Und als Mann. Du hast deine Heimat verlassen, um besserem Leben zu kommen. Wir sind alle hier wegen besserem Leben. Wir sind nicht hier wegen Party oder Drogen oder Alkohol. Und ich denke, ein Mensch, Menschen sind, soll frei sein, in anderer irgendwo hinzugehen, um besserem Leben, um Sicherheit und Freiheit zu haben. Und wenn wir hier kommen, diese Möglichkeit, wir kriegen das nicht, weil wir die sagen, hey, deine Heimat hat keinen Krieg, du bist Wetzlar Flüchtlinge.
Du darfst nichts arbeiten. Und wenn du den ganzen Tag daheim kein Arbeiten, kein Deutschkurs darf besuchen und so, was machst du denn? Ja, eben. Ich war eine Zeit von mir hier in Deutschland, ich habe den ganzen Tag Bier getrunken. Ich habe fast meine Sache verloren. Aber Gott sei Dank, weißt du, wegen meinem, die Fitness hat mir gerettet. Eben. Auch. Eben. Weil ich gehe ins Fitness, dann treffe ich Leute wie er und so halt. Ist sehr wichtig, deine Umgebung auch. Eben. Die Leute, die du triffst und so halt. Aber ich denke, hey, der Typ ist einfach genial. Er hat C1 gemacht. Er hat C1-Kurs gemacht. Verstehst du, was ich meine? Er kann studiert das heißt, und so. Er ist sehr intelligent. Ja. Auch in deutscher Sprache ist er sehr gut. Ja. Aber. Weil ich kenne, weißt du, meine Verlobte ist eine Sozialarbeiterin und sie hat in dem Ding in der Psychiatrie gearbeitet und sie kennt so viele Leute. Das Problem ist, die bringen diese Leute nichts in die Psychiatrie auf. Nein, er will ja auch gar nicht. Ja, aber das hat nichts mit ihm. Ja, die sind Gesetze, die müssen ihn da halten, weißt du, was ich meine? Ja, ich kann krank sein, ich sage, ich will nichts in dem Psychiatrie. Aber das System muss mich da halten. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es gibt ja, wenn er wäre ein Deutscher, das wird ganz anders. Sorry, weißt du, was ich meine? Muss man ehrlich zugeben und so. Ne? Und ist nichts eher. Viele Jungs, Alter, das ist schade. Und die Selbstmord unter diesen Jungs ist so hoch geworden und keiner redet daran. Guck mal, da sitzen die Afrikaner, da sitzen die Algerier, Marokko. Jede Gruppe und so halt. Wenn du nichts mit diesen Leuten redest, du wirst nie wissen, was ist hier los. Weißt du, was ich meine? Dieser Typ kann in die Innenstadt so eklige Sachen machen und denken, oh nein, der schwarze Mann hat jemanden angegriffen oder weißt du, was ich meine? Aber he's not okay in the head. He's not even knowing what he's doing. Er weiß nichts, was er tut. Ich will mit ihm essen gehen, aber weißt du, ich will mit ihm essen gehen, dann kann ich mehr mit ihm reden und so, dann weiß ich, was ist die Sache ist, was kann ich tun und so halt. Wie ich gesagt, meine Verlobte hat in Psychiatrie gearbeitet und sie kennt die Chef da und so halt. Das wäre super cool und so halt. Aber was sagen die? Ja, er will nichts in Psychiatrie. Was? Wenn er nichts will, dann Hand mit Polizei, Hand, weißt du, Tablette geben, bis er wieder gut ist. Denke niemand ist da. Hier war mein Asylum. Wenn ich hier reingeht, ganz rechts. Ja. Das ist die Fenster von meiner Zimmer damals. Aber keiner ist da. Nudeln, Hackfleisch, Zwiebel, Gemüse. Okay, doch kein Hackfleisch. Normales Rind. Nein, mein Rindfleisch. Mein. Okay. Bestellung ist gekommen vom ESN. Final Protein, immer Vanillegeschmack, ja. Habe ich meine Designer weg. Und die wichtige, alle wichtige. Meine Poster dabei. Auswandern. Für Ausländer. Zum Auswandern? Ja, zum Auswandern. Wenn du auswandern willst, nimm das. Nein, Spaß. Meine Zink, Vitamin Stark, Magnesium und mein Schlafspray. Weil die letzten Tage konnte ich nicht so gut schlafen. Immer so spät ins Bett. Und meine Babyoil-Empfehlung vom Physiophil, super gut. Was machst du damit? Sag ich dir nichts. Wir gehen jetzt in Snipes, weil ich brauche eine Jogginghose. Dann schauen wir mal, ob ich da was finde und so halt. Ja. Die Stadt ist so viel los heute. Da gibt es einen guten Burger auch denn. Ja, ich habe nicht gesehen, was mir gefällt. Deswegen habe ich einfach was von meiner Kleinen geholt. Okay. Kleiner Air Force. Jetzt probieren wir mal einfach. Und dann schauen wir mal, ob jemand da ist jetzt. Hier wohnt keiner mehr. Endlich sind wir reingekommen, hier war die Küche. Ich zeige dir. Hier war die Küche. So sieht aus. Geil. Und das ist hier. Sauber, es ist ziemlich sauber. Maar nee, hij no, nu tambo, nu nyar, nu ne kon zien niks, bissen. Je ook geen afvinger. Wat? Hij nu tambo, nu nyar lopen. Nee. Het is beter. Iemand is hier alleen, dame. Hier bij mijn zimmer. No big.
Geil. Bro, ja, direkt Gift, Bro, ja. Tour. Da oder da? Da oder da? Ja, ja. Was von Gambia? Basse. Basse, ja? Haben wir Furu Basse? Safuru. Safuru. Ja. Haben wir? Safuru, Suma Papa. Saba Bala? Ja. Cham, haben wir Cham? Haben wir Gubai? Cham, Suma Makla. Badu? Ja, John Lato, da, Njawala. Ja, Safuru. Suma Papa, da, von der Wanne. Basse, I'm not. Yeah, Safuru. You know one of my uncle, you know. I have an uncle in Gans Urban in Gambia. His uncle from here, super cool uncle, aber komischer Onkel. Er ist Millionär, aber hilft niemand. Okay. Ja, die haben alles jetzt andere Seite gemacht. Und die gute Wohnung, alle gute Wohnungen, die müssen das für ukrainische Flüchtlinge speisen lassen, weißt du, was ich meine? Wie war so 8 hier? Jedes Zimmer ist 2 Leute und so. War gut, Toilette manchmal dreckig und Küche auch, weil die anderen nichts putzen wollen und so halt. War cooler Zeit auch. Weil Wasser kostenlos, Strom kostenlos. Weißt du, was ich meine? Heizung kannst du 24 Stunden anlassen, weil Stadt zahlt alles. Aber jetzt ist nicht so, weißt du, was ich meine? Jetzt muss man alles selber zahlen. Damals kann ich 4-mal am Tag duschen, aber jetzt ich dusche nur einmal die Woche, weil muss ich Geld sparen, Kollege. Weißt du? Ich kenne keinen Mensch hier. Ich habe hier 2 Jahre gewohnt, aber kenne die Leute hier nicht. Weil wir in Asylheim gewohnt, interessiert keiner Mensch, mit uns Kontakt zu haben oder sowas. Wenn wir einer nach Hause mitnehmen? Nein, dann bitte nicht. Du kannst doch nicht beim Asylheim Fahrräder klauen. Sowieso ist schon... Ist schon geklaut? Wenn du was klaut und jemand das klaut von dir, ist nichts, das tut nicht so weh, weißt du. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Und immer in die Kommentare schreiben, was für Videos mein Fans will. Mache ich gerne und so halt. Jetzt müssen wir gehen. Dennis, hast du gesehen, wie smooth mein Skin ist? Neue Shea-Butter oder was? Ja, ich habe neue Shea-Butter bekommen. Und wichtiger, alle wichtiger, bleib schwarz. Tschüss.